Hallo, willkommen beim Brick Freak. Heute mit einem neuen Model Review Speed Build aus der Speed Champion Serie, der McLaren Senna. Auf den habe ich mich ziemlich gefreut. Die 75892 ist heute ist endlich im Original von Lego eingetroffen, weil in den ganzen Läden gibt es ihn noch nicht. Real, Toys R Us, Galeria, Kaufhof und so weiter. Ich bin ziemlich gespannt. Der hier ist, glaube ich, mit nicht ganz so vielen Aufklebern wie die sonstigen Speed Champions Modelle. Ich mache jetzt gleich mal auf, dann gucken wir rein und machen ein Speedbild. Ausgepackt haben wir. Die Anleitung hat 61 Seiten. Ist die typische Speed Champions Anleitung. Wer schon mal einen in der Hand gehabt hat, kennt die Größe und auch ungefähr das Tempo. Ein, zwei Steine pro Seite, sodass es auch ein Dreijähriger hinkriegt. Gut, wir haben diese Tüten hier. Die Speed Champions Basisplatte, sage ich jetzt mal, die bei fast allen Sets dabei ist. 8 Felgen, immer zwei verschiedene. 4 Tüten mit Teilen, ja, ein bisschen rausgezoomt. Und der Stickerbogen. Er sieht ja noch fast überschaubar aus. Ja, was haben wir da als höchste Zahl? 1920. 20 Sticker. Ja, sitzt mal auf einer A-Backe weg. Gut, dann mache ich jetzt mal ein Speedbild und dann schauen wir uns das fertige Modell an. Ricordavale,
fertig gebaut. Hier seht ihr nochmal die Verpackung dieses Speed Champions. Und hier haben wir ihn. Da steht er. Der Traum eines jeden Rennsportenthusiasten, der nagelneue McLaren Senna. Und ich muss sagen, ich finde ihn super cool. Gut, das war zu erwarten. Ich habe mich vorher auch gefreut. Hier haben wir den kleinen Windkanal, der dazu gehört. Der lässt sich sogar wirklich hinten hier mit Technik antreiben. Wow. Ja, Hightech. Ah, ganz normales Zahnrad hinten drauf. Gut, weg. Minifigur. Auch eher unspektakulär. Ein paar gelbe Streifen auf dem Rennanzug. Zack, hinten Pirelli-Aufdruck. Ist okay. Ja, ich meine, das ist ein Rennpilot. So, hier haben wir den. Und Aufkleber. Ja, ist okay. Ne? Ihr seht ja hier ein bisschen. Das ist ein Aufkleber, das. Es sind schon ein paar Aufkleber, aber sie fügen sich harmonisch ins Grundbild ein, weil sie oft teilweise durchsichtig sind. Hier hinten, das McLaren ist durchsichtig, sodass der Schwarzton automatisch halt passt. Dasselbe hier, muss ich noch ein bisschen glatt streichen. Von Aufklebern her absolut okay. Ein kleiner, netter Bau, gute halbe Stunde, dank der Aufkleber. Braucht ein bisschen. Von unten farblich absolut in Ordnung, keine Grütze verbaut, haben sie sich wirklich zurückgehalten. Einmal der Blick von oben, genauer Blick von hinten, da sieht er schon schön giftig aus, wie es im Original auch tut. Hier finde ich besonders cool die roten, ich weiß gar nicht was es ist, er hat es hier in der Hand, das ist aus irgendeinem anderen Set irgendwas, das haben sie da verwendet. Einmal der böse Blick von vorne. Und hier sind auch zu erwähnen die orange-transparenten Teile. Ihr seht es beim Einbau hier, beim Bauvideo ganz kurz. Die sind auch sehr ungewöhnlich, dass man es für diese Funktion hier benutzt. Ansonsten, Cockpit geht auf. Männchen geht rein, Cockpit geht zu. Ja. Natürlich nur, wenn die Arme weit genug oben sind. So, da sitzt er. Hier, das ist zum Beispiel auch gut, das ist so eine Art Windschutzscheibe. Die ist nur einen Block hoch und die wird dann umgedreht da reingesetzt. Das ist ziemlich pfiffig. Also sind eh ein paar nette Bautechniken drin im Auto. Aber das mit dieser Windschutzscheibe da unten verkehrt rum sind, das ist super clever. Und es passt. Es sieht einfach toll aus. Sieht einfach toll aus. Auch mit dem Orange. Ich weiß, Orange, ne? Seiten Porsche. Müllwagen. Sorry, das Mikro verloren. So. Müllwagen Orange. Allerdings ist das schönere Orange. Und mit dem Grau und mit dem Schwarz. Passt einfach. Und zu McLaren sowieso. McLaren stellt gerne ihre Autos in Orange giftig vor. Der 720S ist ja auch Orange. Und ich glaube, der P1 war dann Gold. Gelb. Gelb. Das war der erste. Erster P1, dann der 720S. Und jetzt hier der Senna. McLaren stellt ja alle paar Jahre ein neues Hypercar vor. Und hier haben wir das zweite. Ich glaube, der Senna ist 2018 rausgekommen. Wir kriegen jetzt 2019 endlich die Lego-Fassung. 14,99 €, wie alle einzelnen Speed Champions, das wisst ihr. Hier haben wir sogar über 200 Teile. 219 Teile. Gut, das ist noch diesem Windkanal hier geschuldet. Aber 219 Teile für 15 € mit Lizenz, sag ich mal, absolut in Ordnung. Da kann man wirklich nicht meckern. Absolut nicht. Ich finde nichts zum Aussetzen. Es sind nette Bautechniken, er lässt sich gut bauen. 20 Aufkleber, glaube ich, habe ich gezählt oder ein paar mehr. Ist auch noch absolut im Rahmen des Ganzen. Kann man nichts sagen. Ich finde ihn absolut cool und gelungen. Bin froh, dass er bald durch meine Lego City fahren wird.
ein Hyper-Supercar mehr. Mann, ist Freak City abgefahren. Alle fahren Supersportwagen. Gut. Der McLaren Senna 2019 von Lego. Wer die Speed Champions mag, holt ihn euch. Er ist super. Er macht Spaß zu bauen. Er hat ein paar coole Bautechniken. Ich finde auch bei den Speed Champions merkt man schon deutlichen Fortschritt von den Bautechniken. Auf dem engen Raum werden viele abgefahrene Bautechniken benutzt, um das hinzubekommen. Viel Quer- und Umbautechnik. Spoiler hier übrigens, kann man übrigens so ganz leicht anpassen. Auch dieses Modell ist wieder absolut würdig eines Speed Champions. Absolut toll. Gut, das soll es schon gewesen sein. Ich finde ihn super. Bin froh, dass ich ihn habe. Form ist relativ gut gelungen für so ein kleines Auto. Was will man da machen? So viel Platz hat man nicht. Also das haben sie wirklich einigermaßen hinbekommen, um den McLaren Senna zu erkennen. Man ist halt schwer auf den kleinen Raum mit den Kurven zu arbeiten, die normalerweise der Senna hat. Also sind wir doch schon mal froh, dass sie das einigermaßen hinbekommen haben. Holt ihn euch! Das war der Speech Champion McLaren Senna. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, was ich hoffe. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr neu seid beim Kanal. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine gute Woche zu wünschen. Kommt gut durch, alles, alles Gute. Bleibt mir gesund. Bis bald, der Brickfreak. Bye, bye.